Civic ist mal wieder da mit Inside Politics, diesmal im neuen Jahr bei der Bundesgeneralversammlung der Piratenpartei, heutiger Gast Christopher Clay. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Danke. Ich fange gleich einmal an. Wie fängt das neue Jahr für die Piratenpartei an? Ja, sehr aufregend. Also wir haben heute auf unserer Generalversammlung beschlossen, dass wir zur Europawahl im Mai in einem Wahlbündnis antreten und nicht alleine. Das ist für uns eine ganz neue Situation. Grundgedanke ist der, dass wir halt ganz klar unsere Themen haben. Das ist einerseits die Verteidigung der Freiheit, andererseits die Verbesserung der Demokratie und drittens Chancen für alle Menschen. Und für diese Ziele haben wir jetzt das Gefühl, dass wir Leute gefunden haben, die mit uns an einem Strang ziehen werden, die vielleicht zusätzlich noch ein bisschen andere Ziele einbringen, die bei uns vielleicht nicht ganz vorne stehen, aber denen wir trotzdem zustimmen. Das sind eben die Mitglieder von den Parteien KPÖ und Wandel. Und gemeinsam haben wir bemerkt, dass wir in unserer Ansicht zu Europa und zur EU teilen, dass wir grundsätzlich die europäische Idee ganz großartig finden, dass wir finden, dass die Länder näher zusammenwachsen müssen, aber sehr viel kritisieren an, wie die EU heutzutage strukturiert ist und wer dort den Ton angibt und wer dort das Sagen hat. Nämlich nicht die Bevölkerung der Mitgliedstaaten, sondern viel zu sehr, in viel zu großem Ausmaß Lobbys und Konzerne und rein nationale Interessen. Also Entschuldigung, da muss ich kurz einhaken. Das heißt, du siehst die Europäische Union mehr als eine Art Technokratie. Genau, sie ist viel zu sehr Technokratie. Das wurde halt aufgebaut auf den Bürokratien und Regierungen der Mitgliedstaaten. Dadurch ist es sehr abstrakt nur mehr für die Bevölkerung der Länder zugänglich für Mitbestimmung, für Transparenz, für Einblick. Das ist ja auch dann die Folge davon, dass man lokal sehr wenig mitbekommt davon, was genau in der EU passiert. Und umgekehrt sich die lokalen Politiker dann gerne ausreden auf, die böse EU hat das alles gemacht, wir können eh nichts dafür. Also da gibt es einfach einen großen Abstand, den man bekämpfen muss. Das ist schon klar. Aber jetzt ist zum Beispiel die Piratenpartei historisch gesehen, wenn man das so sagen darf, in den letzten 10 Jahren gewachsen. Also eine Partei, die vor allem einen sehr internationalen Keim hat. Also als internationale Bewegung, ausgehend eben aus der Pirate Party. Pirate Bay, so. Mhm. Und da muss man schon jetzt auch sagen, wie passt es zusammen, wenn ihr jetzt auf einmal mit einer sehr EU-skeptischen Partei, also der KPÖ, in Zukunft gemeinsam in einem Boot sitzt. Das geht mir nicht ganz ein. Und ich habe da eine Frage. Da stelle ich einmal so in den Raum. Ja, das gibt es wirklich, das Fahrzeug. Wird das in Zukunft im Violett als Grundton zu sehen sein? Ganz sicher nicht. Also die KPÖ hat damit sehr vielen Vorurteilen zu kämpfen, die auch ich teilweise gehabt habe, bevor ich die Menschen dort kennengelernt habe und die auch noch viele Menschen haben, auch unsere Mitglieder war das auch weit verbreitet. Die waren vor einigen Jahren Gründungsmitglied der European Left, das ist eine europäische Linkspartei, wo zum Beispiel auch die Linke in Deutschland Mitglied ist. Sie verstehen sich als moderne europäische Linkspartei, die halt eine solidarische Gesellschaft anstrebt, aber sie haben nichts zu tun mit Stalinismus, mit autoritären Regimen, mit Verherrlichung von vergangenen, also gescheiterten Staaten, die versucht haben, kommunistische Ideen umzusetzen. Also da gibt es, da eilt ihnen ein Ruf voraus, der nicht ganz der Realität entspricht und auch eben bei der EU. Meines Wissens ist ihre Positionierung eben, weil sie Gründungsmitglied dieser europäischen Partei waren, dass sie grundsätzlich pro Europa sind, nur sehr kritisch der EU gegenüber, in der eben Konzerne und Lobbys und Technokraten zu viel zu sagen haben. Und das ist der Punkt, wo wir uns einig sind. Mhm. Was aber auch ganz, ganz wichtig ist, ist, die Piraten lösen sich nicht auf, sie fusionieren nicht mit der KPÖ. Wir behalten unsere Eigenständigkeit bei, das ist uns noch ganz wichtig. Die KPÖ wird auch weiterhin Standpunkte vertreten, die Piraten nicht vertreten. Das heißt nicht, dass wir unser Programm 1:1 angleichen. Es gibt nur eine große Überlappung unserer Vorstellungen. Und für diese Themen, wo wir das Gefühl haben, dass sie zu wenig zur Sprache kommen, dass sie zu wenig gehört werden, auch auf Europaebene, für die ziehen wir jetzt gemeinsam in einem Strang bei dieser Wahl. Das wäre eine lange Erklärung. Und auch den Wandel darf man nicht vergessen. Und noch wen darf man nicht vergessen, nämlich wir wollen auch unabhängige Menschen erreichen und einbeziehen. Also es geht jetzt nicht nur um die Kommunisten und die Piraten. Das bringt mich zu einem Punkt, unabhängig. Ihr habt jetzt wahrscheinlich die Unterstützung schon fix von Martin Ehrenhauser, oder seht ihr das jetzt falsch? Er hat auf jeden Fall, findet das Bündnis eine gute Sache und hat angeboten, es zu unterstützen. In welcher Form genau ist noch nicht fix, also ob er
vielleicht kandidieren möchte oder vielleicht sonst wie im Wahlkampf aushilft. Also nicht nur sozusagen derjenige ist, der einfach die Unterschrift gibt. Genau, ja. Und also ich gehe mal davon aus, dass er diese Unterschrift leisten würde. Allerdings gibt es auch Stimmen bei uns, die sagen, wir sollten die Unterschriften trotzdem sammeln, weil wir haben schon sehr viel Erfahrung. Im letzten Wahlkampf haben wir über 5000 gesammelt, wir drei Gruppen gemeinsam. Das würde uns leicht fallen und wir würden vielleicht auch demonstrieren wollen, dass wir das nicht nötig haben. Das ist noch nicht ganz entschieden, aber es kann sein, dass wir diese Unterschriften trotzdem sammeln werden, auch wenn wir eine Unterschrift von einem EU-Abgeordneten bekommen. Ich verstehe, aber ist das sozusagen nicht der Wandel ein bisschen so das Anhängsel an diesem Vehikel? Oder? Ja, sehe ich nichts. Vor allem haben Sie eine koordinierende und vermittelnde Rolle eingenommen, jetzt auch in diesen vorbereitenden Gesprächen. Sie sind die auf uns zugekommen sind, um diese Idee weiter zu verfolgen. Und ich meine, Sie sind definitiv, Sie haben weniger Mitglieder als wir, Sie sind noch jünger und unbekannter, aber ich glaube, dass Sie da einen ganz wichtigen Beitrag auch leisten können. Aber jetzt habt ihr dann doch ein Wahlbündnis eingeschlossen, was sehr linkslastig ist, sage ich jetzt mal bewusst. Ist das für die Breite der Piratenpartei nicht schädlich? Sehe ich nicht so. Also wir das ist eine politische Antwort. Naja, okay, ich versuche nicht zu sehr Politiker zu sein. Nein, ist in Ordnung. Bei den Piraten ging es uns immer darum, die Inhalte in den Vordergrund zu stellen und so Dinge wie eben Parteizugehörigkeit hinteranzuhalten. Also wir haben mal gesagt, wir sind eine Partei aus Notwehr, nicht weil wir violett die beste Farbe des Regenbogens halten und gerne unter Flaggen marschieren und uns Logos anheften, sondern weil uns Themen wichtig sind und wir da was weiterbringen wollen. Und die Mitglieder der Piratenpartei haben entschlossen, dass unter den derzeitigen Umständen, unter den derzeitigen Gegebenheiten bei dieser einen Wahl es Sinn macht, für diese Themen, die uns wichtig sind, sich zu verbünden mit anderen Gruppierungen, denen dieselben Themen wichtig sind. Also ich glaube, man muss wirklich sich darauf konzentrieren, was unsere gemeinsamen Themen sein werden. Das ist Netzfreiheit und Datenschutz. Das ist ein Ende des Abbaus der Sozialstaaten in Europa. Und der Sparpolitik, die sich zum Beispiel auch in Griechenland und Spanien ganz verheerend auswirkt. Das ist Europa als Friedensprojekt und internationale Solidarität unter den Ländern. Das sind einfach Themen, und Demokratisierung der EU ist uns allen ganz, ganz wichtig. Aber das sind Themen, wenn die links sind, dann vertreten wir da linke Standpunkte. Ich finde, sie sind Themen, wo es darum geht, dass die Interessen der Menschen in der EU den Ton angeben. Ja, und darum geht es ja eigentlich in erster Linie. Ich meine, ich habe auch mich in meinem Artikel schon zu dem Thema damals geäußert, wir haben ja vorher kurz gesprochen im Gespräch, ich war früher bei der Landesorganisation in der Steiermark und wir galten als konservativ, weil wir eine funktionierende Struktur und ein Protokollsystem hatten. Also, ich hoffe, dass diese Zeit, Sicht, wo das konservativ war, ein bisschen hinter uns gelassen haben in den letzten Jahren. Also ich sehe schon, dass sich da auch bei der Piratenparteistrukturen festigen. Auch aus dem Nationalratswahlkampf haben wir viel gelernt. Aber glaubst du nicht, dass du da medial zu sehr in eine linke Ecke gedrückt bist? Die Gefahr besteht auf jeden Fall. Also wie gesagt, wie auch dieses Interview angefangen hat, wir werden noch auf sehr viele Vorurteile, gerade was die Kommunisten angeht, stoßen. Wobei es jetzt nicht so wäre, als ob die Menschen den Piraten gegenüber nicht auch ähnliche Vorurteile mitbringen. Wir wären Chaoten oder nur Internetleute. Nein, ich muss sagen, definitiv, und ich bin jetzt freier Blogger, aber definitiv eines der peinlichsten Interviews, da warst du glaube ich nicht, aber ein anderer von euch dabei, war diese Dreierkonfrontation am Sonntag um 11 Uhr, kurz vor den Wahlen, wo es einmal anfängt mit: Habt ihr euch nichts was Besseres einfallen lassen können wegen dem Namen? Ja. Und ich meine, das ist ehrlich gesagt journalistisch unterste Schublade. Ja, aber solche Dinge haben wir natürlich auch beim Unterstützungssammeln und so immer wieder bekommen. So Piraten, was wollt ihr? Sie sind ja nicht in Somalien, was wollt ihr mit diesem Namen? Also auch wir sind allein schon vom Namen auf Ablehnung gestoßen. Das haben wir vielleicht gemeinsam mit der KPÖ. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum so ein Bündnis auch uns beiden helfen kann. Wir werden das natürlich unter einen neuen gemeinsamen Namen stellen. Wir werden, glaube ich, auch die Chance haben, mit vielen dieser Vorurteile aufzuräumen. Und tatsächlich ist es so, dass wir die Inhalte in den Vordergrund stellen werden und dass wir unabhängige Kandidatinnen und Kandidaten finden werden, die nicht Parteimitglieder sind, die da ganz vorne stehen und diese Inhalte möglichst kompetent und glaubwürdig vertreten. Und die Chance darauf, zum Beispiel auch diese Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, schätze ich für größer ein, als wenn wir das alleine versuchen. Wollt ihr da so ein ähnliches Hearing dann machen, wie es die NEOS tun? So ähnlich wird es sein. Wahrscheinlich ohne Internetabstimmung. Genau, es wird keine Internetabstimmung sein, weil das aus unserer Sicht technisch nicht gewährleistbar ist, dass
anonyme Personenwahlen online zu machen, ist sehr problematisch, weil man nicht nachvollziehen kann, ob da Sicherheitslücken mit eine Rolle gespielt haben oder nicht. Es wird am 1. März voraussichtlich einen großen Kandidatenvorstellungskonvent geben, wo alle Parteien noch zusammenkommen und auch unabhängige Menschen Stimmrecht bekommen können und kandidieren können vor allem auch. Und dort werden wir unsere gemeinsamen Kandidaten in einer Urnenwahl ganz klassisch bestimmen. Gut, dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Glaubst du, dass es aber nicht auch wichtig sein wird für euch international, weil du Spanien, Griechenland wegen der Jugendarbeitslosigkeit etc. erwähnt, zu positionieren und auch dieser Gesamtfraktion, die ja vor 3 Jahren oder eigentlich vor 4 Jahren geplant war, 2009, als die Schweden EU ins EU-Parlament eingetreten sind, um diese aufzubauen, diese PPE, sage ich jetzt mal bewusst. Ja, PPEU, die wird tatsächlich auch im März rechtlich gegründet, also die gab es bis jetzt noch nicht als Rechtsform. Und natürlich wird auch unsere gemeinsame Kandidatin oder unser gemeinsamer Kandidat dort teilnehmen und sich als Teil dieser Bewegung verstehen. Halt nicht nur als Teil dieser Bewegung, sondern auch als Teil der europäischen Linkspartei, wo die KPÖ ein Gründungsmitglied ist. Da wird es gelten, eine Brücke zu schlagen zwischen diesen beiden Gruppen, wobei aus Piratensicht sehr schwer abzuschätzen ist vom jetzigen Zeitpunkt, wie die Situation nach der Europawahl ausschauen wird. Wir hoffen ja, dass zumindest aus Deutschland mehrere Abgeordnete der Piratenpartei einziehen. Dasselbe ist in anderen Ländern möglich, in Finnland oder in Tschechien zum Beispiel haben sie auch Chancen. Das heißt, wir werden uns nach der Wahl anschauen müssen, wie viele Abgeordnete gibt es denn überhaupt und werden die PPU wird neu verhandeln müssen, zu welcher Fraktion sie sich anschließen möchte. Und also aus österreichischer Piratensicht ist ganz klar, wir wünschen uns, dass wir zur selben Fraktion gehen wie die PPU Abgeordnete aus anderen Ländern. Ob wir uns damit intern auch durchsetzen, ist noch unklar, aber jedenfalls wird es eine sehr enge thematische Zusammenarbeit geben. Man kann sich sicher sein, bei allen Themen, die Netzpolitik betreffen, Datenschutz, Privatsphäre, gegen Netzsperren, für Reform des Urheberrechts, alles, was da auf uns zukommt in der nächsten Legislaturperiode, werden unsere gemeinsam gewählten Abgeordneten definitiv auf Piratenlinie stimmen. Da gibt es auch bei den anderen Bündnispartnern kaum Meinungsunterschiede. Und bist du, als letzte Frage, überzeugt, dass wir siegreich die 4,6 oder 5% schaffen wird? Es ist definitiv drin. Es hängt noch viel davon ab, wie das jetzt weitergeht, wie viele Leute hier aus dieser Versammlung motiviert rausgehen und sagen, ja, da möchte ich jetzt die nächsten Monate Arbeit und Energie reinstecken. Auch davon, ob es uns gelingt, Geld noch aufzustellen. Das braucht man natürlich auch für einen sichtbaren Wahlkampf. Auch das haben wir im Nationalwahlkampf lernen müssen, dass wir da ein bisschen zu idealistisch waren und gedacht haben, es geht auch ohne Geld. Aber im Endeffekt muss man sagen, ihr habt es, glaube ich, 40.000 Euro gehabt. Achso, oder knapp 50.000? Nein, also Bundesbudget war sehr, sehr wenig. Die Grazer hatten ein bisschen mehr, weil die ja auch hier im Gemeinderat sind und dadurch Parteienfinanzierung bekommen. Die Bundespartei hatte wenige 1.000 Euro, also im einstelligen Bereich. Und das haben wir halt für Flyer und Folder ausgegeben. Im Endeffekt, 1 Euro pro Wähler ist ein relativ guter Stand. Ist ein sehr guter Schnitt, wenn man, vor allem wenn man es mit den anderen Extremen vergleicht, das BZÖ oder noch schlimmer Team Stronach, die haben hunderte Euros pro Wähler ausgegeben. Also wir hatten da sicher den besten Schnitt unter den Parteien, aber zufrieden sein können wir natürlich mit 36.000 Stimmen noch nicht. Und ich bin aber auf jeden Fall überzeugt, dass wir gemeinsam mit diesem Wahlbündnis mehr erreichen werden, als nur die Summe unserer Teile. Dass das neue Leute ansprechen wird, die cool finden, dass die Leute auch ihre Differenzen überbrücken können, nicht so sektieren, nicht so sagen, das ist eine andere Gruppe, mit denen möchte ich nicht anstreifen, sondern dass man gemeinsam an einem Strang zieht und den Leuten auch eine Alternative gibt, die eben Europa-positiv, aber doch sehr EU-kritisch ist. Gut, dann sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke vielmals. Und man merkt, du hast dich endlich mal wieder aussprechen können. Ich rede gern und viel und schnell. Ja, ein Gespräch jetzt noch im Anschluss mit Lukas Daniel Klausner, ebenfalls von der Piratenpartei. Du bist, glaube ich, auch Bundesvorstand, auch wiedergewählt worden. Von meinerseits nun mal ein frohes neues Jahr für euch auch. Also ich hoffe, dass das Positive, was ihr im Nationalratswahlkampf gelernt habt, jetzt auch für die EU-Wahl mitbringen könnt. Ich habe ausgerechnet dich genommen, weil du bist derjenige, der Matthias Strolz zur Weißglut gebracht hat. Du hast vorher gemeint, ihr habt danach nicht mehr wirklich was gesprochen. Hättest du dir mehr solche Interviews gewünscht oder Wahlkonfrontationen auch mit denen, die im Parlament sitzen?
Ja, sicher. Also es ist immer eine gute Möglichkeit und Erfahrung, mit anderen Wahlteilnehmern sich in der Diskussion stellen zu können und auch auf Sachen hinweisen zu können, die vielleicht sonst im Diskurs relativ wenig vorkommen, wie auch eben im Zwiegespräch mit Linus Strolz. Gut, da ist jetzt eigentlich die Frage, warum bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dich sozusagen dieser Herausforderung einer Spitzenkandidatur zu stellen? Ich war gar nicht Spitzenkandidat, das hat sich eigentlich eher zufällig ergeben. Ich war auf Listenplatz 6, aber ich habe, weil ich auf Twitter sehr aktiv bin, relativ schnell mitbekommen, wie sich damals verbreitet hat, dass im ORF-Archiv der TVTek die Wahlkonfrontation zwischen Kreisky und Tausend, was ich in Erinnerung habe, sich verbreitet hat, weil die halt online gestellt wurde und dann viele gemeint haben, so sollten Wahlkonfrontationen sein, dass eben ohne große Moderation und ohne zu viele Regeln einfach nur ein Zwiegespräch zwischen den beiden Kontrahenten auf sachlicher Ebene mit relativ klaren Regeln, was die Redezeit betrifft, aber jetzt ohne große Moderation oder Themenführung seitens eines Moderators, oder der Moderatorin. Und dann haben die Leute von Neuwahl, also Dieter Zirnig, die Idee gehabt, das doch auch zu machen und das gleich zum Anlass zu nehmen, nachdem wir noch nicht im Nationalrat vertreten in den Parteien sonst relativ klar zu kurz kommen, auch im Fernsehen, das einfach zu nutzen, um Zweierkonfrontationen zwischen Kommunisten, Neos und Piraten zu veranstalten. Das ist natürlich ein Argument, was mich dazu bringt. Gibt es von den Piraten, ähnlich wie es die Neos mittlerweile ja schon verlangt haben, einen Beschluss, dass der ORF verpflichtet ist, alle Parteien in der Wahlberichterstattung gleich zu behandeln? Wir haben es nicht in diesem Detail ausformuliert, aber wir haben einen relativ ausführlichen Programmpunkt zu fairen Wahlkampagnen, die gleiche Chancen für alle wahlwerbenden Parteien sicherstellen sollen, eben die schon vertreten sind und die außerhalb sind. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, konkret zu Fernsehkonfrontationen haben wir es jetzt nicht drinnen, aber Gleichberechtigung, was Wahlkampfmittel und Flächen und Betrachtung in den Medien betrifft, steht drin. Glaubst du, dass man Journalisten auch gesetzlich zu einer breiten Berichterstattung verpflichten sollte? Oder? Nein, das ist sicher nicht auf inhaltlicher Ebene und auch nicht Journalistinnen allgemein, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat da schon eine gewisse Verpflichtung, ist argumentierbar, wobei, wie gesagt, genau diese Formulierung haben wir nicht drinnen. Aber es gibt in anderen Ländern zum Beispiel das Modell, dass alle wahlwerbenden Parteien ein gewisses Kontingent an Werbeflächen in Zeitschriften und im Fernsehen zur Verfügung bekommen, also eine gewisse Zeit zur Verfügung gestellt bekommen für Werbespots und für Werbung in Zeitungen. Das finde ich einen ganz guten Ansatz. Also ähnlich wie halt Einschaltungen der öffentlichen Hand vom Staat finanziert werden, um einfach zumindest aufmerksam zu machen, wen es alle gibt. Das finde ich einen ganz guten Ansatz. Glaubst du, dass man auch medial in Zukunft anders vorgehen wird? Also sprich, Parteien sich auch nicht nur so wie klassisch die letzten 40 Jahre via Fernsehen medial verbreiten, sondern auch sozusagen immer mehr und mehr das Internet? Bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn man sich ansieht, wie die Mediennutzung sich verändert unter den verschiedenen Generationen. Zeitungskonsum nimmt stark ab, Fernsehkonsum ist jetzt gerade noch das meistgenutzte Medium, aber das Internet ist da sehr stark im Kommen bei den jüngeren Generationen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit jedem kommenden Wahlgang nur noch relevanter werden wird, bis vielleicht ein neues Medium dazukommt, das wieder das Internet ablöst, was weiß man, aber... Hast du da schon die Wahrscheinlichkeit dazu ausgerechnet, oder? Nein, ich bin kein Wahrscheinlichkeitstheoretiker. Entschuldige, was machst du dann mathematisch genau? Das wird, glaube ich, in dem Video zu kompliziert, aber es geht generell um die Querverbindungen zwischen diskreter Mathematik und anderen Bereichen der Mathematik. Ja, die Lieblingsfächer mancher Informatikstudenten, ich weiß. Da habe ich jetzt noch eine Frage, weil ich nehme mal an, du wirst dich auch mit bildungspolitischen Themen auseinandergesetzt haben. Wie siehst du den derzeitigen Diskurs, was Universitäten anbelangt und was auch die Diskussion anbelangt bezüglich Gymnasium und neue Mittelschule? Also für mich ist bei der Schulfrage wird für mich am falschen Punkt herum diskutiert, weil es geht zumindest manchen Parteien relativ offensichtlich nur um die Etikettierung, weil da wird immer argumentiert, es müsse unbedingt Differenzierung geben, obwohl in den meisten Vorschlägen, die ich kenne, zur Gesamtschule immer eine Differenzierung vorgesehen ist. Oder auch wenn es ums Lehrerdienstrecht geht, da wird an Sachen herumgefeilt, die den Kern verfehlen. Es geht einfach darum, dass Schule im 21. Jahrhundert nicht mehr mit den Ansätzen von Maria Theresia geführt werden kann und das ist aber nach wie vor der Status quo.
Und da braucht es einfach ein Aufbrechen des 50-Stunden-Korsetts, ein Abgehen von diesen strikten, vom Militär kommenden Plänen, in welcher Reihenfolge was wie gemacht wird. Das muss integrierter werden, es muss mehr Freiraum geben, Sachen fächerübergreifend zu behandeln, eben weg von dem fixen Stundenkorsett, über längere Zeiträume ein Thema behandeln. Also du redest auch durchaus von Waldorf-Prinzipien, so eine Art Blockunterricht. Ja, also muss jetzt nicht konkret nach Alternativschulenrezepten, die es schon gibt, sein, aber die kann man natürlich auch in Betracht ziehen und vergleichen. Aber es geht einfach darum, dass da gibt es viele neue Konzepte und es wird über die leider nicht mehr diskutiert. Es geht in der Debatte fast immer nur um die Etikettierung. Und auch wenn ich die Gesamtschulvorschläge und den Vorschlag zur Mittelschule für den Schritt in die richtige Richtung halte, er greift zu kurz und in der Debatte wird dann leider abgeblockt, statt dass man in die Tiefe geht. Glaubst du, dass das aus traditionalistischen und politischen Taktierereien her passiert? Ich tue mir wirklich schwer, bei der ÖVP noch zu erklären, warum sie was macht. SPÖVP, ist das für dich mittlerweile schon ein Standard? Nein, ich habe ÖVP gesagt. Okay. Aber ja, in gewissen Punkten sind sie schon, hat man schon den Eindruck, sie sind fest aneinander geschweißt und fürchten sich vor nichts mehr, als dass sie nicht mehr miteinander kollieren dürften. Weil selbst wenn die SPÖ oder die ÖVP alle heiligen Zeiten die Gelegenheit haben, was anderes zu tun, ist die Begeisterung darüber oft sehr gering. Und da habe ich jetzt eine Frage, weil viele Jahre ist es her, da war ich selber mal Mitglied der Piratenpartei. Ich sage nicht Jugendsünde, sondern definitiv eine meiner Glanzleistungen oder Glanzstunden. Definitiv. Es gibt eins, Freunde von mir haben gesagt, ja, warum bist du dabei? Habe ich gesagt, naja, jetzt bin ich noch jung und irgendwann einmal wird die Piratenpartei auch die nächste Pensionistenpartei sein. Das habe ich deswegen damals bewusst gesagt, weil ich habe heute mir im Vorfeld zu dem Interview eine Frage überlegt, nämlich die: Die SPÖ ist in der Zeit der fortschreitenden Industrialisierung gegründet worden, eben um die Menge aufzuweisen, also aufzuweisen und halt zu transportieren, die in den Sozialsystemen, die es ja damals nicht gegeben hat, sozusagen aufzubringen und öffentlich zu machen. Jetzt ist so, die Piratenpartei ist in diesem neuen Informatikzeitalter entstanden, in diesem Internet-Ära, muss man schon sagen. Das ist sozusagen eine Native Digital oder Digital Native Party. Siehst du hier Parallelen? Glaubst du, dass ihr sozusagen die nächste sozialdemokratische oder die nächste Volkspartei sein könnt? Ich sehe das schon eine klare Parallele. Also wenn man sich die Geschichte des Parteiensystems im westlich dominierten Raum ansieht, also in den Parteiensystemen, die normalerweise verglichen werden, Europa, USA, Kanada, dann ist schon klar erkennbar, es gab die Arbeiterbewegung, die dann in den sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien gemündet hat. Davor eigentlich noch gab es die Bürgerrechts- und liberalen Bewegungen, die sich im Aufstand gegen die Vorrechte des Adels gegründet haben. Also bei denen möchte ich anfangen. Dann die Arbeiterbewegung. Dann gab es die Grünen-Bewegung in den 70ern und 80ern, die sich mit dem Umwelt-, Ökologie-, Nachhaltigkeitsgedanken beschäftigt hat und denen die Politik gebracht hat. Und ich sehe da schon die Piraten und die Piratenparteien als die nächste Welle, die eine neue politische Bewegung etabliert, die ein Thema aufs Tapet und in den Diskurs bringt, das einfach nicht mehr wegzudenken ist. Und genauso wie die Grünen halt Ökologie und Nachhaltigkeit verankert haben im politischen Diskurs, dass es ein Thema ist, mit dem sich jede Partei beschäftigen muss und wo jede Partei was dazu sagen muss. So sind die Piratenparteien die das für den digitalen Wandel, das Internet, Transparenz, auch die Möglichkeit, Demokratie mit neuen Methoden zu verbessern, für diese Themenbereiche schaffen müssen. Und meinst du auch, dass das ist ja eine Kompetenz, die ihr euch erarbeitet habt, das von euch die allerwenigsten absprechen mittlerweile. Glaubst du, dass es mehr und mehr in solche Kompetenzzentren geht, dass Parteien sich spezialisieren auf gewisse Themen? Und also, dann in Zukunft dann mehr auf Wahlbündnisse gesetzt wird, fast so wie in Italien? Nein, das würde ich jetzt gar nicht so sehr sehen. Es ist natürlich durch die Prozentklausel, die in den meisten europäischen Staaten existiert, ein gewisses Problem, am Anfang neue Bewegungen dazu über diese Hürde drüber zu bekommen. Aber ich denke schon, dass zum Beispiel, dass eben unser Thema genauso wie das der Grünen in den 70ern und 80ern ein so großes und so dominantes ist, dass wir nicht ein Wahlbündnis brauchen, um da die Hürde zu schaffen und dass wir uns da als etablieren werden im politischen System. Was? Okay. Gut.
dann muss ich leider so mit dem Ton weitermachen, weil mir ist gerade der Akku ausgegangen. Okay. Okay, ich hoffe, dass wir die YouTube-Leute da mit dem schwarzen Bild verstehen. Jedenfalls, dann sage ich noch eins, nämlich herzlichen Dank fürs Gespräch. Das war sehr prägnant ausgedrückt und wünsche noch einen schönen BGV, der jetzt nur knapp eine Stunde dauert. Noch. So, dann frohes Neues noch einmal von mir. Sehr und schön. Viel Spaß meinen Hören und Sehen beim kommenden Jahr.